kümmern wir uns jetzt mal um diese Ghule hier. Ich denke mal, die werden noch nicht allzu stark sein. Ich hoffe es zumindest. Was ein Eilghul, okay. Oh shit. Vielleicht sind das werden wohl die Viecher sein. Oha. Was können die denn ab? Oder beziehungsweise was können die nicht ab? Scheiße. Okay. Das ging ja. Das ging ja tatsächlich. Zerrissen und abgenagt. Hier haben Nekrophagen gefressen. Aber diese Wunden sind alle nach dem Tod entstanden. Hm. Gibt's hier was zu holen? Geplündert. Entweder hat jemand die Ladung nach dem Monsterangriff gestohlen, oder das Monster hat was für Armeebestände übrig. Ob das dann überhaupt ein Monster war, das ist so eine Sache. Was müssen wir jetzt mal untersuchen? Zerrissen und abgenagt. Hier haben Nekrophagen gefressen. Aber diese Wunden sind alle nach dem Tod entstanden. Entweder das oder das Monster ist ein Mensch. Ein Mensch? Jetzt bin ich verwirrt. Gibt's noch was zu finden hier? Zerrissen und abgenagt. Hier haben Nekrophagen gefressen. Aber diese Wunden sind alle nach dem Tod entstanden. Ah, hier ist noch was. Sieht nach Klauenspuren aus. Aber hier, ein Pfeil. Der Schaft ist direkt an der Haut abgebrochen. Hier stimmt was nicht. Ich sollte diese Spur verfolgen. Okay, diese Spur verfolgen wir mal, wenn ich wüsste, wo sie wäre. Da, da ist die Spur, okay. Was sind das für Pfoten, für Fußabdrücke? Das sind Fußabdrücke, ne? Ja. Das scheinen Fußabdrücke zu sein. Fragt sich nur, was das für welche sind. Oh, okay, ich glaube, da ist es. Nee, das werden doch nicht hier die Betrunkenen sein, mal ohne Witz. Nur so ein paar Betrunkene? Hm, ich sollte mich ein wenig umsehen. Okay. Könnte das was etwas mit dem Dorf zu tun haben? Komm mal alle her hier. Naja, aber wobei lieber einer nach dem anderen, ne? Also... Noch jemand da? Ne, sind alle, glaube ich, weg. Ja. Alle erledigt. Okay, hier gehen die Fußspuren weiter. Einen Schritt weiter und du kriegst noch ein Loch in den Kopf, Deine. Was willst du hier? Rede! Weg mit deiner Waffe. Du hast schon genug Menschen umgebracht. Nein, hab ich nicht. Mindestens einer muss noch sterben. Edme! Oha. Ja, doch ein paar Leute hier. Okay, jetzt müssen wir gucken, ob wieder ein Bogenschütze dabei ist. Aktuell nicht. Können wir hier eine Gedankenbeeinflussung machen? Wir machen eine. Ja, wo ist denn hier dieser scheiß Bogenschütze? Ne? So, der erste kann schon mal schlafen. Der zweite kann jetzt auch schlafen. Einer ist noch da. Das ist dieser komische Bogenschütze. Eine Frau ist das oder wie? Das war eine Frau. Schwert der Vrihet-Brigade. Mal gucken. Quatsch, da wollte ich ja nicht rein. Ob das Schwert ein bisschen was kann, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Nee, nicht wirklich was. Dann geht das wieder zurück. So, also, das ist anscheinend das Monster gewesen. Ist ja ein wirklich krasses Monster gewesen. Wow.
Na gut, es kann ja nicht immer nur sich um irgendwelche Monster oder Fabelwesen handeln, ne? Leider haben wir nicht allzu viel da bekommen. Gibt es hier noch irgendwie einen Schnellreisepunkt oder so? Ah, die Taverne am Scheideweg würde sich jetzt anbieten. Ja. Aber viel weiter kommen wir ja auch nicht. Also, wir werden mit dem Pferd reiten müssen. Und das machen wir jetzt auch. Come on, Plötze. Los, lauf! Ab zum Hauptbahn. Hier wird ja, glaube ich, irgendwo wieder dieses Banditenlager sein. Ich hoffe nur nicht, dass wir jetzt direkt daran vorbeikommen. Naja. Tun wir aber, glaube ich. Na, das ist kein Bandit hier. Was ist denn das hier für einer? Irgendein Ritter oder so, ne? Scheint ein hohes Tier zu sein. Moin. Kannst du auch reden? Nee, ne? Kannst du nicht. Naja, gut, dann nehm nicht. Und dann erstmal hier schön durch die Prärie. Langsam, langsam. Wer braucht Hilfe hier? Ach, diese Ghule hier. Na los, die kriegen wir noch weg. Zielt auf seine Augen! So, das waren die Ghule. Kriege ich jetzt Geld von euch, oder nicht? Hey, du da! Komm her! Götter! Klein Moment, Albin. Ich gehe nur kurz zum Wachmann und hol mir die Belohnung, dann komme ich zu dir. Ah! Die wilde Jagd holt sie alle. So, Wachmann. Endlich bist du zurück. Hast du die Bestie drangekriegt? Es war keine Bestie im Wald. Nur Elfen von einer Bande Skoyatel, die über die Transporter hergefallen sind. Hier, ihre Eichhörnchenschweife. Skoyatel, sagst du? Und ich dachte, wir hätten dieses Pack endgültig ausgerottet. Und dass die übrigen Anderlinge zu Verstand gekommen wären. Tja. Offenbar müssen wir sie nochmal beruhigen. Eine Liste aller Langohren im Umkreis erstellen und dann jeden Zehnten aufknüpfen. Das müsste reichen. Ja, ganz bestimmt. Ich sehe, wir verstehen uns. Du bist ein guter Mann. Hier, das versprochene Gold und der Passierschein. Viel Glück. Jawohl. Das war's mit der Quest Monster im Wald. Wir gehen mal kurz zu diesem Albion. Peter! Passierscheine für Novigrad. Billiger gibt's nirgends welche. Ne, zwielichtige Händler, da wollen wir nicht hin. Wir wollen jetzt zu Albion gehen. Der Mutant? Wo ist denn Albion? Der war doch gerade da. Ist jetzt schon so weit gegangen. Da gehen wir mal zu Fuß hin, das müsste ja reichen. So schnell ist er auch wieder nicht, denke ich mal. Ach, der gute, der steht da immer noch. Ja, wir kommen gerade wieder so ein bisschen von der Hauptquest ab, tut mir leid, aber. Mein Rückgrat bricht gleich in zwei. Naja, wird schon gehen. Was gibt's? Arbeit für dich. Du siehst mir wie ein Hexer aus, hab ich recht. Was brauchst du? Ich will, dass meine Männer ihre Arbeit unversehrt verrichten können, aber ständig kommen uns diese Leichenfresser in die Quere. Beseitige sie, dann kriegst du was ab. Abgemacht. Okay, neue Quest, makabre Ernte. Gucken wir mal kurz rein. Ah,
No. Nebenquests. Empfohlene Stufe 9. Nee, das machen wir noch nicht. Das machen wir noch nicht. Dann labern wir doch nochmal vielleicht mit dem zwielichtigen Händler. Wo war der denn nochmal, der Gute? Da, okay, gut. Dann gehen wir nochmal kurz zu ihm hin. Und dann müssen wir uns aber mal langsam mal wieder um die Hauptquest kümmern. Zielscheine für Nordrad. Billiger gibt's nirgends welche. Hast du Interesse an einem Passierschein? Hier gibt es die billigsten. Über was für Passierscheine reden wir hier? Das weißt du nicht. Die Redanier halten alle Pforten über den Panta. Ohne Passierschein kommt keiner durch. Aber du hast Glück. Ich hab noch ein paar zu verkaufen. Was? Dafür könnte ich mich als Radovid verkleiden und eine vergoldete Kutsche kaufen. Was soll ich machen, wenn du es dir nicht leisten kannst? Nein, danke. Hey, halt mal! Ich hätte vielleicht etwas Arbeit für dich. Wenn du die gut machst, gehe ich mit dem Preis runter. Was für Arbeit? In der Nähe, ein Stück im Südosten, hat mein Schwager sein Geschäft. Er reinigt mit seinen Leuten die Schlachtfelder. Leider hat er dauernd Ärger mit diesem Geschmeiß. Du weißt schon, Monster, die von Leichen angezogen werden. Beschütz ihn. Dann kriegst du einen hübschen Rabatt. Na gut. Mal sehen, was ich tun kann. Okay. Irgendwie ist dieser Händler ein bisschen komisch, weil ich dachte eigentlich, wir haben jetzt bei dem Hauptmann die Passierscheine bekommen. Da wir ja schon ein bisschen was erledigt haben dafür. Gucken wir nochmal kurz in die Quests rein. Nebenquests. Wo ist es denn? Falsche Papiere, okay. Naja, also wirklich viel findet man da ja nicht raus. Wie weit muss man dafür reisen? Oh, so weit ist es ja nicht. Da können wir nochmal hin. Das ist doch bestimmt... Ach du Scheiße, was ist denn jetzt los hier? Sind ja irgendwie ein bisschen viele, ne? Ja, was ist das hier? Moderhaut. Oh, da müssen wir weg. Der explodiert sonst. Genau. Das sind aber doch schon so 3-4 Stück, ne? Das Wichtigste ist immer einfach mal einen da zu setzen, dann einen da, wieder einen da und so weiter. Wenn man sich immer auf einen konzentriert, dann kommen die anderen sofort von hinten an und da ist ein Problem. Boah, du geh doch mal weg hier, du. So. Das müssten sie doch alle gewesen sein, oder nicht? Dann noch 2 Stück da. Unsere Rüstung ist auch jetzt schon mittlerweile gut platt. Hier sind ja auch so viele Bühne, ey. So. Jetzt also wieder zurück. Wo auch immer der da hin will. Ey, Mann. Warum ist denn der jetzt wieder abgehauen? Na gut. Nur weil wir diese Viecher da erledigt haben. Jetzt können wir wieder zu dem zwielichtigen Händler zurückkehren. Ein Vampir?
Schrecklich, diese Gestirne zu prächtig. Der König hat sie festgelegt, nicht ich. Ah, du schon wieder. Willst du einen Schein? Ich mach dir einen Sonderpreis. Ich bin deinem Schwager schon begegnet. Die Monster habe ich auch getötet, aber er hat es nicht geschafft. Was? Willst du mich verkohlen? Vergiss mein Angebot. Ist vom Tisch, du Armleuchter! Nein, die ist gescheitert. Naja, was willst du machen? Ansonsten, falls wir diese Papiere brauchen, müssen wir halt mal diese 100 Tacken da zahlen. Guck mal auf die Kohle an. Soll uns nicht großartig stören. Naja, ist ja jetzt auch wurscht. Kümmern wir uns lieber mal wieder um die Hauptquest. Aber, richtig, in der nächsten Folge. Also, bis demnächst bei Let's Play The Witcher 3.